Was geht ab, Mano Siegfighter Osiru hier? Und in den letzten Tagen habe ich häufig die Frage bekommen: Ey Osiru, könntest du mal ein Teambuild-Guide für Dragon Ball Heroes World Mission raushauen, damit wir da quasi mal einen Eindruck davon haben, wie man Teams baut? Meine Antwort darauf in den Kommentaren war: Könnte ein wenig dauern, ich bin auf jeden Fall dazu gewillt, aber es könnte ein wenig dauern, denn ich muss mich ja selbst noch ein wenig mehr mit dem Spiel befassen. Vor allem, wenn es um Teambuild geht, wollte ich mich auf jeden Fall da auf mehr quasi damit befassen, mehr informieren, damit ich auch quasi guten Gewissens das weitergeben kann. Daran hat sich eigentlich auch nichts geändert, denn in Dragon Ball Heroes World Mission ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig beim Teambau zu wissen, was die Charaktere drauf haben, welche Effekte sie drauf haben und wie man sie dann eben zusammenspielt, kombiniert. Aber in dem Video wird es dann quasi darum gehen, um ein Basic Teambuild Guide, heißt um ein Verständnis davon, wie man Teams bauen könnte und da eben darum, wie man die Effekte der Charaktere zu verstehen hat und wie man sie kombinieren kann. Also heute wird es quasi so mal um die Grundlagen des Teambaus gehen, Freunde, und in Zukunft auf jeden Fall, wenn ich mich auf jeden Fall quasi nicht mehr mit befasst habe, Kombis raushauen kann, beziehungsweise euch Kombis vorstellen kann, euch Decks vorstellen kann, nachdem ich sie getestet habe, dann kommt das in Zukunft auch. Wie gesagt, heute machen wir die Basics und dabei werden wir erstmal auf die Gott-Tier-Charaktere schauen. Freunde, was sind Gott-Tier-Charaktere? Ich habe euch in den letzten Tagen eine Tierlist rausgegeben von Goresh, Shoutout an ihn, ich werde den Link auf jeden Fall in die Beschreibung setzen. Und aus dieser Tierlist schauen wir uns mal ein paar der Gott-Tier-Karten an, im Prinzip der besten Karten aktuell im Spiel. Wir gucken erstmal uns die Effekte an, ich werde euch erklären, wie man die Effekte zu verstehen hat, wie man sie kombinieren kann. Dann zeige ich euch mal mein Team, beziehungsweise erkläre euch an sich eben diesen Grundgedanken, wie man ein Team bauen könnte. Und dann testen wir das Team auch mal im Online-Kampf. Ich gehe mal ganz kurz quasi in den Gacha-Laden, denn dort kann ich euch die Charaktere zeigen. Außer davon, Freunde, gibt es ja aktuell 1161 Karten. In Zukunft war auch die Frage, werden da quasi mehr kommen. Ich meine, im Real Life gibt es ja Set 7 der Universal Mission, des Universal Mission Packs. Und im Spiel selbst gibt es nur Set 2. Aber Dataminer haben in den letzten Tagen quasi 26 weitere DLC-Karten in den Daten gefunden. Heißt, in Zukunft könnten tatsächlich noch weitere Karten kommen. An sich, Freunde, habe ich in letzter Zeit wirklich viele Guides rausgehauen. Ihr könnt also euch gerne ansehen zu den Summons, wie man am schnellsten Dragon Balls farmt und was man sich von Shenlong wünschen sollte. Und an sich ein Anfänger-Guide. Ich werde das alles in eine neue Playlist verpacken, Freunde. Die Playlist wird heißen Super Dragon Ball Heroes World Mission Guides. Da könnt ihr das Ganze dann gerne nachschauen. Jedenfalls, wie gesagt, ich will da nicht allzu sehr drauf eingehen aufs Zubehör. Das habe ich in meinem Anfänger-Guide erklärt, aber dieses Zubehör ist auf jeden Fall wichtig, denn damit könnt ihr unter anderem die Stats eurer Karten boosten. Nun, dann schauen wir uns erstmal die Tierlist an und wie gesagt, die ist von Goresh, der Link ist in der Beschreibung, schaut an ihn. Beispielsweise sehen wir hier im Gott-Tier, da werden wir uns jetzt ein, zwei Charaktere davon ansehen, vor allem den Masked Saiyan, beziehungsweise Dark Masked King und auf jeden Fall den Daishinkan. Außerhalb davon gucken wir uns jetzt mal erstmal ein, zwei dieser Charaktere an, wenn wir mal hier uns anschauen. Was hat denn Kamba drauf? Was macht ihn zum Gott-Tier-Charakter? Zum einen seht ihr, okay, Kamba ist vom Berserker-Typus und Kamba hat hier eine Kraft an sich von 9500. Das ist übertrieben viel, aber wir wissen, Berserker-Charaktere haben wenig Abwehr und ja, neigen dazu, dass sie wenig Ausdauer haben. Aber wenn wir uns den Kamba mal genauer ansehen, das, was Kamba dann hier an der Stelle ausmacht, zum einen durch seine CAA, ist natürlich, er macht an sich sehr, sehr viel Schaden. Aber außerhalb davon, wenn er seine CAA aktiviert, dann haben die Gegner minus 50% ihre Abwehr und du fügst ihm quasi kritischen Schaden zu und das ist wiederholbar, also seine CAA. Das ist übertrieben gut, heißt er boostet seinen Schaden noch weiter hoch, sorgt dafür, dass die Gegner minus 50% Verteidigung haben und kann diese dann noch kritisch treffen. Seine Fähigkeit an der Stelle, wenn es haben mit Passive, aktiviert sich automatisch, zum einen verhinderte Betäubung. Er kann aber auch nicht an Koop-Angriffen teilnehmen, heißt er greift an sich immer alleine an. Wenn er dann einen AE-Angriff gewinnt und wenn der Gegner mehr als 8 Heldenenergie hat, dann macht er zweifachen Schaden dauerhaft am Gegner und senkt die Heldenenergie des Gegners auf 0. Und das ist quasi wiederholbar. Also Kamba an sich ist ein Charakter, der macht wirklich übertrieben viel Schaden und sorgt noch für gute Debuffs am Gegner. Und das macht ihn quasi zu einem Gott-Tier-Charakter. Auf der anderen Seite, der Ultra Instinct Goku ist auch sehr gut. Zum einen hat er auch eine sehr schöne Kraft, ist vom Berserker-Typus. Seine CAA ist folgendermaßen, wenn der eigene Heldenavatar im Team ist, dann kommt ab Runde 2 Vegeta hinzu. Und zusammen fügen sie schweren Schaden am Gegner. Das heißt, ihr beschwört quasi noch einen Charakter dazu und macht gemeinsam quasi Schaden. Und zudem fügt ihr erhöhten Schaden hinzu, wenn das eigene Team 7 Heldenenergie oder mehr hat. Das aber nur einmalig. Also müsst ihr bei ihm dann euch überlegen, okay, will ich ihn schon einsetzen, wenn ich weniger als 7 Heldenenergie habe oder wenn ich quasi 7 Heldenenergie oder mehr habe. Liegen eure HP bei maximal 40%, wird die eigene Ausdauer komplett wiederhergestellt. Und für Berserker-Charaktere ist das sehr, sehr gut, weil Berserker-Charaktere zum Beispiel, die haben ja wenig Ausdauer an sich. Und zudem macht ihr dann 5-fach Schaden und das ist dann auch einmalig. Also bei den beiden Charakteren haben wir gesehen, die sind quasi gut, weil sie viel Schaden verrichten.
und zum einen sich Heal oder Debuffs an Gegner verteilen. Dann gibt es aber noch eine wirklich spezielle Art von Kämpfern bzw. spezielle Art von Charakteren, die wir uns genauer mal ansehen. Also das, was wir uns gerade angesehen haben, waren mehr oder weniger Charaktere, die einfach nur da sind und gut Schaden machen. Mehr oder weniger geht es da um dem Spiel. Wer viel Schaden macht, wer mehr Kraft hat, der ist im Vorteil. Aber es gibt natürlich noch eine Defensive, es gibt einen Support-Aspekt und vor allem den Support-Aspekt werden wir uns gleich nach dieser Karte ansehen. Der dunkle maskierte König ist vom Elite-Typus, das heißt, er an sich hat eine gute Ausdauer, aber was ihn ausmacht, was ihn zum Gott-Tier macht, ist nicht seine TA, die ist auch nicht schlecht, könnt ihr euch mal gerne durchlesen, aber wie gesagt, ich komme gleich auf die Beschreibung zurückzusprechen, weil wie das Ganze hier beschrieben wird oder an sich bei manchen Charakteren, wie das ja artikuliert wird einfach, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, da kann man sehr vieles falsch verstehen, aber was wirklich ihn zum Gott-Tier macht, ist seine Fähigkeit, denn am Ende jeder Runde, die Fähigkeit aktiviert sich, nachdem er selbst angegriffen hat, heißt, als Angreifer, wie es dran steht, am Ende einer Runde, dann bekommt dein eigenes Team pro Gegner, der quasi in diesem Kampf beteiligt war, ein Heldenenergie drauf. Das ist gestört. Pro gegnerischem Angreifer nach der Runde bekommt dein eigenes Team eine Heldenenergie dazu und das ist wiederholbar. Heißt, er ist ein Elite-Kämpfer. Ihr könnt ihn ruhig in der Runde einsetzen oder dann eben dann setzen, wenn viele Gegner angreifen und in der nächsten Runde habt ihr sofort sehr viele Heldenenergie. Könnt ihr euch eure Super-Attacks in Runde 2 raus und so fort. Also das wäre dann so eine Karte, die ist nicht nur auf Schaden ausgerichtet, sondern die gibt auch quasi einen sehr schönen Support-Aspekt für das Team. Aber da gibt es doch dann wirklich einen Typus, das ist ein spezieller Typus, der ist dann wirklich ein Supporter oder diese Charaktere sind Supporter, davon gibt es wenige, aber die müssen wir uns auf jeden Fall genau ansehen und davon ist zum Beispiel der Daishinkan einer davon. So, bevor wir uns ein Team mit ansehen, wird es interessant mit dem Daishinkan. Ihr seht es schon, der hat einen anderen Typus, nämlich Spezial. Das sind, um es einfach zu sagen, Supporter. Von diesen Support-Charakteren kann man nur einen in das Team nehmen. Davon gibt es wenige, aber die sind wirklich gut und wichtig. Ihr seht es, seine Stats sind nicht überragend, aber er ist quasi wirklich nur da, um zu supporten. Wenn man jetzt aber, das meinte ich, wenn man jetzt den Effekt dieser Karte liest, dann kann man um so vieles falsch verstehen, weil das wirklich komisch beschrieben ist. Zum einen, wie gesagt, so eine Special-Karte, so ein Support-Charakter mit diesem Typus, kann man nur einen im Team haben. Nicht mehr und nicht weniger. Was danach dran steht, also da steht ja dran, nur ein Support-Karte pro Team oder Special-Karte in dem Fall. Was danach dran steht, das kann man sowas von falsch verstehen. Da steht dran, gegnerische Angriffe verhindern. Das kann man so verstehen, als könnte der Gegner einfach nicht angreifen, wenn diese Karte auf dem Feld ist. Das ist aber nicht so. Um es einfach zu sagen, kann man Support- bzw. Special-Charaktere nicht angreifen. Also nur den Daishinkan selbst kann man nicht angreifen. Der Daishinkan selbst hat aber auch keine Ausdauer. Ihr merkt es schon, das ist ein Support-Charakter, den man eigentlich nur im Support-Bereich spielt, im blauen Bereich. Was macht er aber dann? Lies weiter. Er gibt 30.000 Kraft für alle Angreifer des eigenen Teams. Und deswegen kann man nur einen von denen haben und 30.000 Kraft, das ist gestört. Aber dieser Angriffseffekt kann pro Kampf nur einmal eingesetzt werden. Das ist quasi ein Angriffseffekt, er hat keinen Unterstützungseffekt, aber wenn man diesen dann aktiviert, gibt er einmalig pro Kampf 30.000 Kraft für alle Angreifer. Das ist gestört, das ist wirklich gestört. Und solche Support-Charaktere, Special-Charaktere, wenn man es kann, kann man im Team auf jeden Fall einbauen. Jetzt kommen wir aber mal selbst zu einem, ja, Basic-Team-Mitglied, sag ich mal. Genau, Freunde, wie gesagt, das ist jetzt quasi ein erstelltes, ein eigenes Deck von mir, aber einfache Decks könnt ihr nur in PvP kämpfen. Hier, wie gesagt, könnt ihr Zubehör nutzen, macht es auf jeden Fall für die Story und so fort, ist auf jeden Fall sehr nützlich. Ich gehe mal aber rüber in den einfachen Deck, und weil das ist halt quasi dann für Online-Matches wichtig und versuche mal zu erklären, was so von Basic-Gedanken her, was hier so abgeht, was mir dabei gedacht habe. Im Prinzip ist es wirklich Basic, mir geht es nur um die Grundlagen, um Verständnis davon, wie man Teams bauen könnte. Ich habe mehr oder weniger aus den Karten, die ich habe, versucht, das Beste rauszuholen. Wie bin ich aber dabei vorgegangen? Ganz wichtig ist es, wenn ihr wisst, was eure Charaktere machen und ihr eurem Deck dann quasi einen Sinn und Zweck gibt, heißt, wie spielt ihr euer Deck, auf was spielt ihr? In meinem Fall habe ich meine Karten angesehen und viele meiner Karten aktivieren ihre CAs oder ihre Effekte, sag ich mal, in der zweiten Runde. Beispielsweise dieser Berserker Goku, beispielsweise dieser Genkidama Goku oder ja, Vierfach Goku Zeno, dieser Trunks ebenso ab Runde 2 und dieser Vegeta ebenso ab Runde 2. Heißt, mein Team spiele ich quasi so drauf, dass ich auf Runde 2 All Out gehen kann. Das werden wir gleich sehen, wenn ich quasi einen Kampf machen werde. Aber
Das ist jetzt quasi nur Grundverständnis. Also ich habe quasi geschaut, was kann ich aus meinen Charakteren machen, was haben die drauf und habe mir so ein Deck gebaut. An sich jedoch würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr einen habt, nehmt einen Support-Charakter mit rein. Sei es der Daishin Khan oder irgendeinen anderen. Es gibt zum Beispiel noch Bulma, Gine und so und so fort. Da gucken wir meistens mal in die Karten rein und schaut, was die drauf haben. Aber der Daishin Khan als Support-Charakter ist eben Gott hier. Wenn ihr den Daishin Khan habt, dann nehmt ihn auf jeden Fall mit rein. Weil ein Support-Charakter im Team wäre niemals verkehrt. Ihr habt gesehen, was die drauf haben. Bei Daishin Khan zum Beispiel an der Stelle. Daishin Khan wäre, wann wäre es für mich zum Beispiel sinnvoll, diesen Daishin Khan zu aktivieren in diesem Team-Setup? In Runde 2. Denn Runde 2 will ich All-Out gehen. Runde 2 würde er meinen Charakteren 30.000 Kraft hinzugeben. Und ich will auf jeden Fall auf Runde 2 zuerst angreifen. Denn auch wenn ich die AE-Kämpfe verliere, trotzdem starte ich dann zuerst meine CAAs, also eben ab diese Runde 2-Passes von meinen Charakteren, weil ich mehr Kraft hatte als den Gegner. Also dieser Kraftboost würde gut tun. Das andere wäre dann, wie gesagt, ihr müsst eurem Team einen Sinn und Zweck geben. Das heißt wiederum, man muss quasi schauen, wie gesagt, welche Kombos, welche Kombinationen. Das ist das Wichtigste hier, dass man sich Kombis bauen kann und sich überlegt dann, ab welcher Runde, wo, wie, wann aktiviere ich das Ganze und wie unterstütze ich das Ganze. Wie gesagt, mein Team könnte ich auf jeden Fall noch verbessern, nämlich wenn ich eine Kombi hätte von dem Selzino und dem vielfachen Gogeta. Schaut dort hier auch an Goresh, Freunde, ich habe euch gesagt, wenn ihr Interesse an Dragon Ball Heroes habt, checkt ihn auf jeden Fall aus. Er tut quasi jeden Tag so eine Combo of the Day raushauen. Und diese Combo of the Day von Selzino, der ist by the way auch Gott hier, und Gogeta ist folgendermaßen. Cell an sich kann niemals mehr als 1000 Schaden bekommen in der ersten Runde. Und Gogeta, seine Passive funktioniert folgendermaßen, wenn man in einer Runde weniger als 5000 Schaden bekommen hat, dann heilt man komplett die Ausdauer und bekommt dreifachen Schaden. Heißt, man zählt eines mit anderem zusammen und Logo, wenn man die beiden kombiniert, weil Cell an sich bekommt nie, also das heißt nie, sondern in der ersten Runde nicht mehr als 1000 Schaden und Gogeta profitiert dann davon, dann würde ich quasi, wenn ich dieses Team verbessern könnte, Cell zuerst spielen, zusammen mit Gogeta, die beiden greifen an. Ich bekomme in der Runde wegen Cell seiner Passive nicht mehr als 1000 Schaden, sondern weniger als 1000 Schaden in dem Fall. Und Gogeta aktiviert seine Passive, sodass in Runde 2 dann meine komplette Ausdauer geheilt ist, ich dreifachen Schaden verrichte und ich dann, wie gesagt, all out gehen kann. Und das ist dann quasi so basic gesehen, basic Teambuild Guide, wirklich sehr, sehr wichtig, Freunde. Versucht eure Charaktere zu verstehen, welche Fähigkeiten haben sie drauf und versucht daraus Kombinationen zu bauen. Denn im Endeffekt geht es darum, gute Kombis auszuspielen und den Gegner, ja, im Endeffekt auszuspielen. Wie gesagt, Cell und Gogeta habe ich leider nicht, das würde mein Team wirklich sehr gut buffen, der Daishin kann auch. Dennoch habe ich versucht, aus meinen Charakteren, die ich gerade habe, das Beste zu machen. Gucken wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert und ob das funktioniert, was ich mir dabei ausgedacht habe. Alles klar, Freunde, ich bin wie gesagt hier in einem Online-Kampf. Ihr könnt uns aber auch gerne wissen lassen, welche Kombos habt ihr schon entdeckt. Gerne in den Kommentaren, hilft euch da auf jeden Fall gegenseitig aus. Wie gesagt, mir ging es hier um Basic-Grundlagen vom Teambild selbst, auf was man achten könnte, habe ich euch quasi alles erklärt. Und jetzt ganz wichtig, ich spiele auf Runde 2. Heißt, ich nehme mein Modul auch für Runde 2, weil in Runde 2 gehe ich All Out. Und das will ich dann quasi noch verstärken. Würde ich Runde 1 nehmen, könnte ich eines dieser Module auf Runde 1 wählen, Runde 3 und so fort. Ich wähle aber ein Modul auf Runde 2, nämlich dieses hier. In Runde 2 will ich die Kraftstufe des Gegners um 60% senken, weil dann habe ich quasi den Vorteil, oder ich will nämlich ihn auf Runde 2 auf jeden Fall zuerst angreifen. Und wenn ich 60% die Kraftstufe des Gegners senke, dann spielt das auch für mich quasi, ist auch in meinem, in meinem Interesse, dass ich dann quasi, wie gesagt, als erster angreifen will. Schauen wir uns mal an, ob das Ganze funktioniert jetzt. So, Freunde, also, dann gucken wir uns das Ganze mal an. In der ersten Runde, wie gesagt, geht es mir nicht darum, dass ich quasi all out gehe, sondern Runde 2. Ich will auf Runde 2, um Teufel komm raus, meine CAAs aktivieren. Auch wenn ich den AE-Einschlag verliere, ist nicht schlimm, meine CAAs aktivieren sich trotzdem. Hauptsache, ich greife als erster an. Ich will eben nicht, dass in Runde 2 mein Gegner zuerst angreift. Und ihr seht schon, mein Gegner kann in Runde 1 sein Modul aktivieren, alles klar. Macht er auch gerade. Was ich machen werde, ist, ich werde in Runde 1 nur meine Elite-Charaktere raushauen, weil Elite-Charaktere haben gute Ausdauer. Die sollen da ein bisschen entgegenhalten. Aber auf Runde 2 haben wahrscheinlich jetzt alle gemerkt, geht es mir dann quasi darum. Und wirklich, wie gesagt, Freunde, das ist wirklich nur Basic aller Basics. Sofern ich dann quasi mehr mit den Charakteren mich auseinandergesetzt habe und so fort, dann werde ich das auf jeden Fall auch so vertiefen, Team mit Geist. Meine Berserker würde ich auf jeden Fall im Unterstützungsbereich setzen. Eigentlich könnte ich meine Hero-Charaktere werde ich nicht ganz nach vorne setzen, sondern eher nach hinten. Dafür brauchen wir nur eine Ausdauer und die können auch eigentlich Runden überstehen. Und so mache ich das Ganze. Ich habe hier an der Stelle 8000 Siegkräfte, 8000 Power, 15.500 ist ganz hochgegangen. Hier aktivieren sich verschiedene Effekte und so fort. Er ist komplett all out gegangen. Okay, das ist eigentlich
Guck mal, was er vorhat. Er will wahrscheinlich Runde 1 All Out gehen. Ich greife zuerst an, alles klar. Wie gesagt, Runde 2 ist mein ganzer Fokus dann auf jeden Fall. Und ja, Freunde, das könnte ich eigentlich auch noch verbessern. Ne? Die Kombi mit dem Gogeta und Cell würde mir wirklich sehr gut tun in diesem Team. Weil ich gehe Runde 2 komplett All Out. Und auch Daishin kann ich in der zweiten Runde einsetzen. Und nice, perfekt. In der zweiten Runde einsetzen und der würde mir 30.000 Kraft hinzugeben. Wie gesagt, da kann man nämlich alles verfeinern, aber ihr könnt uns gerne wissen lassen, wie eure Decks aktuell aussehen, Freunde. Und ich hoffe, ich könnte dem einen oder anderen helfen, was quasi um den Grundgedanken geht. By the way, ihr seht, er ist hier betäubt. Warum ist er betäubt? Weil ich seine Ausdauer gesenkt habe. Wenn der Gegner keine Ausdauer mehr hat, dann wird er betäubt für diese Runde. Außerhalb davon ist es random, also es ist total zufällig, wer wen angreift. Es gibt aber Effekte, wo sich dann quasi, wo ihr dann einen fokussiert durch den Effekt. Beispielsweise hat man cool einen Effekt, er greift immer den an, der am wenigsten Ausdauer hat. Das gibt es dann auch quasi an der Stelle, genau. Und Typenvor- oder Nachteile, so gibt es hier nicht in dem Spiel. Das ist das, was ich meine. Also jetzt Elite ist nicht effektiv gegen Hero oder so, das gibt's nicht. Deswegen ist es zufällig, wer wen angreift. Aber es gibt natürlich die Kurop-Angriffe. Wenn ihr mit demselben Typen angreift, dann könnt ihr Kurop-Angriffe starten, wenn ihr einen Perfect schafft. Da habe ich, by the way, alles im Anfängerguide eingegangen. Nur ich will wiederholen, das war die Frage, die zuletzt aufkam. So ähnliche Fragen. Und vor allem kam die Frage auf eben, ob man einen Gegner fokussieren kann. Das kann man mit gewissen Effekten. Mit gewissen Effekten, aber ansonsten ist das zufällig. So, der bekommt 3000 Kraft. Okay, das kriegt uns blablabla. Okay. So. Ah, er hat eine Verfolgechance. Alles klar, der verfolgt uns auch noch. Nicht schlimm. Aber gleich werden wir sehen, in Runde 2, Freunde, wird alles eskalieren. Aber ich warne euch jetzt schon mal, in Runde 2 werde ich die CAA von meinem Berserker-Goku nicht zeigen können, weil darauf gibt es einen Disclaimer. Das habe ich in den Let's Plays auch rausgeschnitten, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Tut mir leid dafür, aber ja, das muss ich halt rausschneiden, ist nicht schlimm. So, er aktiviert seinen Moduleffekt. Was macht er denn dem Gegner beim Angriff 1000 Schaden zu? Ja, okay, das war... Ja, nehme ich an, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich wollte einfach nur mit dem Team Runde 1 überstehen, sodass wir jetzt auf Runde 2 kommen. Und jetzt kommt das... Oh, okay, der hat einen ekligen Effekt gehabt. Aber mein cooler Halt, meine Ausdauer. Sehr schön, jetzt. Jetzt, Freunde. Jetzt gehe ich zum einen komplett all out. Ich wähle hier meinen Modul. Und Modul wähle ich minus 60% Kraft für die Gegner. Damit ich quasi 60% Kraft... Das ist wirklich viel. Weil ich will ums Verrecken als erstes angreifen. Mir geht es nicht darum, ob ich viel Heldenenergie habe. Mir geht es nicht darum, ob meine Charaktere einen Superangriff starten. Mir geht es einfach um die CAAs. Und diese aktivieren sich, auch wenn man die Einschläge verliert. Am Ende quasi des Angriffs. So, und zwar schiebe ich jetzt alle raus, außer den Prisoner Trunks. Den Prisoner Trunks nämlich, den verleite ich dazu, dass es eine Super Attack gibt für einen der Charaktere. Und zwar gebe ich das einfach mal hier cooler. Wenn es zutrifft, ist gut, wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber was ich hier haben will, ist, ich will auf jeden Fall so viel Kraft wie möglich, weil wer mehr Kraft hat, der greift zuerst an. Und das habe ich jetzt quasi mit meinem Modul auch noch verstärkt, will ich nicht sagen, aber vom Gegner gesenkt. Das sollte eigentlich das sein. Ich will einfach nur in Runde 2 zuerst angreifen, gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert hat, sodass ich dann meine CAs aktivieren kann. Super, verfügbar, verbunden, ja, tralala, blablabla. Und auf was komme ich, auf was kommt der Gegner? Oh, 5000 Kraft, 21.400, okay. Aufschattenmodus hier zum Beispiel kann ich einen Gegner auswählen, auf den ich quasi fokussiere. Das ist dann so eine Sache, den greife ich dann an. Greife mal seinen Avatar an. Ich glaube, der hat nicht so viel Ausdauer. Der sollte eigentlich kaum Ausdauer haben. 21.000, sehr schön, sehr schön. 60% habe ich das Ding gesenkt. Heißt, ich greife egal. Ich greife auf jeden Fall zuerst an. Und jetzt ist es mir auch egal, ob ich meine Aufladungseinschläge gewinne. Denn nach dieser Angriffsphase aktivieren sich meine TAAs und CAAs. Und dann wird es eskalieren. Das werdet ihr gleich sehen. Nice. Kommt er ran? Okay. Sehr schön. Heißt, cool aktiviert sogar seinen Superangriff hier. Okay, nice. Nicht schlecht. Vegeta hat auch seine. Aber darum geht es mir, wie gesagt, eigentlich nicht, sondern ich hoffe, der überlebt das, dass ich das zeigen will, was eigentlich vorauf hinaus will. Aber eigentlich schon. Hat mich so ein bisschen überlegen. Ist ein cooler. Er ist ein goldener Supernova. Ist ein cooler Escape jetzt. Und wie gesagt, nicht wundern. Ah ja, wahrscheinlich wird den dann Goku mauen. Vom Berserker Goku seine CA muss ich leider ausschneiden. Das wird wahrscheinlich viel Schaden machen. Ich werde euch dann zeigen. Kontersturmmodus, was? Der kann kontern, okay. Im Endeffekt hat er mich gerade quasi gekontert. Und genau. Aber ist nicht schlimm. Ich will eigentlich nur meine AE-Schläge hier durchbringen, damit ich einfach mal gescheit hier angreifen kann. Beziehungsweise meine CAs zeigen will, aber wahrscheinlich ist er schon zuvor down. Aber nicht schlimm, weil ich meine, wenn es so klappt, ist auch gut. Jetzt kommt Trunks. So. Ah, okay. Ah, okay, Miracle. Perfekt, nicht schlecht.
Ja, jetzt die Sache, okay, Berserker Gokus Ding wird ihn gleich umhauen. Oder auch vielleicht sein Angriff einfach an sich. Nein, jetzt habe ich das. Upsa. Gut, der hat es gewonnen, der kann es dodgen, sehr schön. Jetzt hat er nur einen. Die Sache ist halt jetzt, guck mal, jetzt, das kann ich leider nicht zeigen. Ja, Freunde, das konnte ich jetzt, wie gesagt, nicht zeigen, aber ihr seht, ich habe 29.000 Schaden gemacht. Und die Sache ist, nach dem CA von Goku würden noch die anderen folgen. Und das war quasi mein Gedanke bei diesem Team. Ihr habt es gesehen, auch wenn ich die Aufladungseinschläge nicht gewinne, im Endeffekt, nach der Runde aktivieren sich diese ganzen CAs, TAs. Und das war quasi bei meinem Team. Habe ich mal quasi mein Team diesen Sinn und Zweck gegeben und darauf gespielt. Und wie gesagt, Freunde, das war wirklich nur ein Basic vom Grundgedanken. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wenn ja, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.